Willkommen zurück bei Impossible Creatures. Ich wollte gerade zwei sagen, aber stimmt gar nicht. Das ist immer noch der erste Teil. Es gibt auch nur einen Teil. Ich kümmere mich sofort darum. Achso, sie baut noch, ne? Hm? Wie kann ich sie baut noch fleißig. Fantastisch. Heilige Wissenschaft. Heilige Wissenschaft, ja. Die Kreaturen werden Spruch angegriffen. Spruch wird auch nicht besser. Okay. Ah, okay, jetzt kommt die große Meute, die mich beim ersten Mal zerlegt hat. Okay, Rex. Ich glaube, wir müssen unsere Rohstoffkapazität erweitern. Ja, ist ja gut. Wir könnten ein Zwischenlager in der Nähe eines anderen Kohlehaufens bauen. Ich muss halt aus der Miefwolke raus hier. Dann können wir schneller von weiter entfernten Standorten sammeln. Damit der Fernkampf funktioniert, weil sonst können die das nicht. Ansonsten, man sieht's ja, dass die Fernkämpfer dann plötzlich Nahkampf machen müssen, weil die nicht angreifen können sonst in der Miefwolke. Das heißt, ein bisschen taktischer Vorgehen. Und das war jetzt deutlich erfolgreicher als beim ersten Mal. Sehr viel besser, sehr viel erfolgreicher. So, kann ich das machen? Ich kann Entwicklung machen, fantastisch. Okay, genau, ich hätte jetzt hier gerne, zum einen haben wir Strom, das hier bringt, wie viel bringt denn der? Achso, können wir noch erweitern, Stromerzeugung erhöhen, ja, hier kommen, gib her, Quatsch. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie viel bringt denn das? Hier steht nichts bei, Stromgenerator, gut, der sieht auch nicht wesentlich wertvoller aus, oder ist auch nicht teurer. Deswegen keine Ahnung, wie das da genau ist. Ich mache eine Zwischenlage hier. Zusätze abgeschlossen. Fantastisch. Sofort. Und ich glaube, wir könnten mal fast ein bisschen unterwegs gucken hier. Da sind noch ein paar Gegner. Entwicklung für Stufe 3 ist abgeschlossen. Ja. Die Kreaturen werden angegriffen. Achso, die einzelnen Kreaturen wollte ich noch upgraden, ne? Machen wir das. Müssen wir auch hier mal entsprechend einen Shortcut drauf machen. Genau, jetzt habe ich das P0. Ein neues Gebäude ist fertig. Was will ich denn mal upgraden hier? Ich hätte gerne den Fernkampf ein bisschen aufgewertet. Na, Flächenradius. Nee, machen wir Geschwindigkeit? Nein. Machen wir Lebenspunkte? Machen wir Lebenspunkte. Ein bisschen erhöht. Im Moment habe ich noch nichts, womit ich heilen könnte, was ein bisschen schade ist. Weil die Viecher, die quasi fast tot sind, die sind dann halt auch fast tot. Kann man nicht wirklich was gegen machen. Aber oh, so ist das Leben dann halt. Ordnung. Einschmeißen sie okay. Drüber. Eigentlich für diese eine Kohlevorkommen die hat sich nicht wirklich gelohnt, aber... Naja, ja, besser als gar nichts, mal ganz ehrlich. So, hier kann ich aber auch nichts weiteres sonst machen. Ich hab eine Menge Ressourcen hier. Ich hau nochmal so ein paar Grislöwen raus hier. Also ein paar, ne, im Sinne von... einmal alles voll, bis die Schlange gefüllt ist hier. Fantastisch, so. Ich warte aber noch kurz zumindest auf die... Ah, warte ich? Nee, ich warte eigentlich nicht. Nachher werde ich noch stark, das geht doch nicht. Muss halt ein bisschen gucken, wo ich denn jetzt lang gehe, wo ich denn lang Sie will. Sie haben mich gefunden. Gut. Ah. Gehen Sie hinunter zum Wasserfall. Ein Gebäude ist auf der rechten, das andere auf der linken Seite. Wasserfall? Wo ist denn hier Wasserfall? Das soll ein Wasserfall sein. Ach, okay, jetzt sieht man hier oft auf der Karte auch die neuen Ziele. Gute Fantastisch. Arbeit, Boss. Und das Ziel, was ich sowieso schon die ganze Zeit habe, nämlich hier... Das Ding, das Labor, zumindest mal angucken. Und da sollen wir Rex hinschicken, genau. Ansonsten zerstören sie Whiteys Terra-Tanks, habe ich noch nicht. Labor, da gehen wir gerade mal hin. Zerstören sie Whiteys Stützpunkt auf dieser Insel. Haben wir noch nicht. Hier soll was sein, da ist was, da oben ist was. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier unten nicht angegriffen werde. Weil im Moment habe ich quasi nichts hier in der Gegend stehen. Was irgendwie, wo ich mich mit beschützen könnte. Oh, Moschusochse, den haben wir noch nicht. Wo ist mein Und Mr. Jetzt? Rexmann? Da ist mein Rex Chance. Der darf okay. Gerne mit hier oben hinkommen. Die Kreaturen werden angegriffen. Was? Von hinten? Achso. Rex wird angegriffen. Das ist ja uncool. Rex Chance. Das ist auch uncool. Der darf trotzdem hier hoch. Genau, das ist das, was ich eigentlich verhindern wollte oder das, was ich nicht wollte. Die Kreaturen werden angegriffen. Dass wir entsprechend hier schlecht dabei sind, sag ich Fertig. Mal. Und dass das die zu uns erledigt. Kommen wollen, das war, weswegen ich Rex hier unten eigentlich angegriffen. Nicht unbeschützt sein wollte. Ja, Rex, der darf mal woanders hin. Und jetzt? Der muss ein bisschen anders hier unterwegs Fertig. Sein. So. Das hat Hand und Fuß. Okay, das haben wir schon mal geschafft. War jetzt zwar Kein eindeutig Problem. Für uns, aber ist schön war es trotzdem nicht. Nimm das mal so. Kein Problem. Und ich suche noch eine Moschusochse. Die waren zwar hier unten gerade mal, aber ich hätte gerne noch einen. Irgendwo. Dass ich ihn auch mal mitnehmen kann hier. Das ist, haben wir ordentlich, ne? Ein Widder. Wie kann ich Ihnen helfen? Da ist der Onkel. Rex Chance zu Ihren Diensten. Okay. Ist das noch?
Lemming, was haben kann wir. Ich für Sie tun? Das sollte kein oh, Problem hier ist sein. Auch noch eine Möglichkeit. Halt, nein, hier hauen wir noch mal einen weiteren Zwischenlager hin. Ich kümmere mich sofort darum. Das ist okay. Ja? Ich bin bereit. Kein ja, ist ja Problem. Wird sofort Lemming haben wir schon. Man sieht die ganzen Einheiten oder die ganzen Tierchen sind relativ klein, wenn man so weit rausgezoomt ist die ganze Zeit. Das heißt, ich hoffe, ihr seht das auch überhaupt. Okay, kein Problem. Im Video, wenn ich die ganze Zeit draußen bin. So dicht, man sieht halt mehr, aber man sieht mehr Details, aber man hat einfach keine Übersicht. An die Arbeit. Deswegen würde ich das schon eher ein bisschen weiter rausgezoomt haben die meiste Zeit. Kein Problem. Wahrscheinlich intuitiv. Sowieso die ganze Zeit. Ein Moschusochse. Der Moschusochse ist eine große wildlebende Ochsenart, die in der arktischen Tundra Nordkanadas und Grönlands zu Hause ist. Mit seinem zottigen, schwarzen oder braunen Fell und den flachen, nach unten gebogenen Hörnern wirkt der Moschusochse recht harmlos. Die männlichen Tiere der mit Ziegen und Schafen verwandten Art sondern in der Brunftzeit einen starken Moschusgeruch ab. Die Kreatur ist ziemlich kostengünstig und kann in großer und doch erschwinglicher Anzahl höchst wirkungsvoll sein. Ihre Fähigkeit zur Herdenbildung und der Hörnereinsatz macht sie in jeder Nahkampfkombination wertvoll. Und das wäre ihr Gewinn hinter Tor 3. Ziel erreicht. Gute Arbeit, Boss. Das klingt echt ein bisschen so, ne? Klingt echt wie irgendwelche, ich meine, es sind halt auch irgendwelche Werbetexte in dem Sinne, ne? Und jetzt? Aber im Sinne von, hey, das wäre der Vorteil, wenn du das benutzen würdest. Vater? Hallo? Was ist mit ihm passiert? Vielleicht ist er drinnen. Wenn ich in 5 Minuten nicht wieder da bin, retten Sie sich und verlassen Sie die Insel. Halt, warten Sie, das ist dumm. Wenn ich in 5 Minuten nicht wieder draußen bin, sehen Sie nach, ob ich mich nicht eingeschlossen habe. Das ist durchaus eine sinnvollere Variante. Keine Spur von meinem Vater. Ich habe aber trotzdem etwas Interessantes gefunden. Nervengiftpfeile. Vielleicht hat sie mein Vater zum Schutz vor diesen Kreaturen gebraucht. Ein paar fehlten nämlich. Oh, das ist nicht gut. Da hat er vollkommen recht, dass das nicht gut ist. Rex wird angegriffen. Soll ich jetzt mit ihm hier... Die Kreaturen werden angegriffen. Nervengefalle? Geht nicht. Ich schnapp mir erstmal den Widder. Kein Problem. So viel dazu. Ein Widder. Widder ist die Bezeichnung für das männliche Schaf. Schafe sind paarhufige Wiederkäuer ohne Schneidezähne im Oberkiefer und mit einem 4-Kammer-Magen. Sie tragen ein hohles, unverzweigtes Hörnerpaar, das nicht abgestoßen wird. Beim ausgewachsenen Widder sind die Hörner massiv und schneckenförmig eingedreht. Es gibt eine Reihe von Unterarten und über 800 verschiedene Zuchtrassen. Diese sind an so unterschiedliche Klimate wie Wüstengebiete und tropische Zonen angepasst. Aufgrund seiner Fähigkeit zum Sturmangriff erhält der Widder zu Beginn eines Kampfes einen Angriffsbonus und ist in Gruppen von 4 oder mehr Tieren effektiver. Mit seinen Hörnern kann er die Verteidigungsstärke von Zielen reduzieren. Ziel erreicht. Gute das muss man sich dann noch alles merken hier, ne? Ich bin bereit. Okay. Ich meine, gut, muss man nicht, aber wahrscheinlich wird man irgendwann seine Lieblinge haben, die man dann miteinander kombiniert und wie man dann entsprechend sinnvoll durch die Gegend kommt, vermute ich mal. Fertig. Dass man dann später auch mal den Überblick hat oder sich rausgesucht hat durch langes Probieren, was einem persönlich am besten gefällt. Vermute ich mal ganz stark. So, Bär haben wir. Schön, dass die wilden Tiere überhaupt kein Problem sind für uns. Das ist schon mal gut. Wie kann ich Ihnen helfen? Die Kreaturen werden angegriffen. Ach so. Machen wir 3 neue, die anderen kommen wir mal hier hin. Das ist interessant. Gar nicht so schlecht für Whiteys Verhältnisse. Sieht so aus, als hätte er eine Schallwaffe konstruiert. Die Kreaturen werden angegriffen. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Also Mineralien sind hier überall genug. Im Moment. Gehilfen werden angegriffen. What? Ja? Fertig. Ja, schön. Gut, dass ich noch eine zweite Armee habe hier unten. Eines von diesen Dingen verfolgt mich. Die Kreaturen werden angegriffen. Ich werde verfolgt. Das ist total doof. Genau so. Okay. Gehilfen werden angegriffen. Ja, ist ja gut. Lucy wird angegriffen. Ich komme ja schon. Wie kann ich Ihnen helfen? Die gute Kreaturen Lucy. Werden angegriffen. Und ist jetzt? Ja gut. Kein Problem. Komm schon. Eines von diesen Dingen verfolgt mich. Sie zerstören uns. Ich finde den Spruch gut. Ich jammere. Finde ich schön. Moschusochse ist Stufe 3, Entwicklungsstufe 3, aber hat Gesundheit und Verteidigungsstärke vor allem. Und Größe ist okay. Und Nahkampfschaden. Oh, das mit dem Widder gemeinsam.
Ich meine, im Moment sind es noch alles recht ähnliche, oder zumindest von der, vom groben Aufbau recht ähnliche Tiere. Sind alles irgendwelche, sind alles Säugetiere? Ja, ne? Und von der Art her halt irgendwie vier Hufe und was ich, zwei Ohren, solchen ganzen Quatsch hat. Der Widder, da ist auch, der ist auch Stufe 3. Das wird aber ein ziemliches, boah, ziemliches Qualitätsgerät hier. Machen wir das so. Aber Sturmangriff. Okay, da habe ich alles vom Widder. Sieht auch sehr lustig aus jetzt, ne? Hätte ich gern die Hörner. Hörner reduziert die Verteidigungsstärke des Gegners im Nahkampf. Das sieht albern aus. Das sieht äußerst albern aus. Jetzt habe ich allerdings weniger Schaden. Aber klar, lieber den Effekt als anders. Oder haben wir es hier? Sturmangriff. Es sieht lustig aus. Sorgt für mehr Gesundheit, mehr Verteidigung. Macht's aber auch teurer. Ich mach das mal so, das sieht lustig aus. Das gefällt mir gut. Ja, für die Moschuster, das ist auch schön. Genau so will ich das benannt haben. Hi. Foto. So. Das sieht aus wie irgend so ein Hund. Irgend so ein kleiner Hund. Das ist schön. So, speichern. Gefällt mir das? Verteidigung ist zumindest der Wahnsinn. Okay. Schön, dass man die Bilder halt selbst machen kann. Das ist ja gut. Die Kreaturen werden angegriffen. Jetzt habe ich meine kleine eigene Verteidigungsgeschichte hier oben. So, und die anderen flattern gerade mal hier unten hoffentlich hin. Achso, halt mal, halt mal. Das war nicht die beste Idee bisher. Ein bisschen zurückkommen. Weil hier ist nämlich direkt die nächste, hier ist ein Teil der Basis. Die Kreaturen werden angegriffen. Habe ich gerade nochmal gesehen hier. Ich musste mal weg. Wenn die rumstenkern, kann ich halt keinen Fernkampf machen. Und das ist immer noch Teil meiner ganzen Armee hier. Deswegen würde ich das doch gerne behalten. Nennen wir es mal so. Die Kreaturen werden angegriffen. Ja, und dann machen sie das schon wieder. Was kann ich für sie tun? Okay, die... Fertig. Das hat Hand und Fuß. Hätte ich gerne nochmal alle integriert in meine Gruppe da oben. Jo, ah, das passt schon. Wir kriegen das hin. Jetzt können sie wieder Fernkampf machen. Die Kreaturen werden angegriffen. Machen wir es so. Ich hoffe mal, das klappt. Doch, das geht. Die Kreaturen werden angegriffen. Na klar, die okay, auch hier ein Moschus-Ochse mit einem Eisbären kombiniert. Halt, Moment. Okay, die haben einen Afu. Das war keine gute Idee. Keine sehr gute Idee. Habe ich hier? Also das die ist Kreaturen eine Reihe. Okay. Werden angegriffen. Ja, ist ja gut. Sie kriegen das hoffentlich hin, oder? Ja. Die Kreaturen geht werden angegriffen. Ich muss trotzdem ein bisschen sehr schauen, dass ich jetzt hier mal ein paar Upgrades auch nochmal mache. Vor allem hier drauf vielleicht nochmal, was ich. Angriffsstärke 20%. Das ist ein ganzer Haufen. Da einige vorne und Fernkampf hätte ich gerne. Ich könnte auch mal noch andere Fernkampftiere mir zusammenschustern, glaube ich. Die vielleicht ein bisschen effizienter sind. Nennen wir es effizienter. Die kostentechnisch ganz gut dabei sind. Wäre eine Variante. Ich kann auch noch einen zweiten Dingsbums bauen hier, ne? Zum Herstellen der Viecher. Ein Terratank. Okay. Geht bestimmt auch. Ich meine, ich habe im Moment so viel Geld gerade mal. Die sind ja relativ langsam jetzt, die Viecher, ne? Rex Chance zu ihren Diensten. Die Kreaturen werden angegriffen. Ja, ist ja gut. Ich sehe das schon. Habe ich überhaupt eine Chance? Ja. Ich gehe mal hinterher hier. Die Kreaturen werden angegriffen. Lucy wird angegriffen. Ja, okay, das ist... Ich brauche die Verstärkung, genau. Gut, so viel dazu. Achso, sie kann sich vielleicht, die Lucy... Wie kann sie sich von hier vorne die Technologie klauen? Das neue Gebäude steht. Gefühlt klauen wir uns alles aus der Natur heraus. Ich kümmere mich sofort darum. Ich meine, es ist halt ein Angriffsturm, deswegen weiß ich nicht, wie schlau das ist, das zu machen. Aber ich kann es zumindest probieren. Dass wir auch so einen Turm bekommen hier.
Na komm. Heilige Wissenschaft. Ich weiß nicht, ob es schlau ist. Ich kümmere mich. Aber es geht. Wie kann ich Ihnen helfen? Jetzt können wir unsere eigenen Schallwerfertürme bauen. Hey! Ja? Lucy wird angegriffen. Immerhin. Immerhin hält sie ein bisschen was aus. Ein Schallwerfer ist jetzt auch so ein bisschen albern, ne? Hm? Wobei sie schon ganz gut Schaden gefressen hat jetzt. Die Kreaturen werden angegriffen. Ist das Gebäude kaputt? Ja, klassisch. Wo werde ich angegriffen? Hallöchen. Achso, war das hier oben, okay. Ich bleib was einfach mal hier. Sie, sie das sollte kein wird wieder Problem arbeiten. Sein. Das ist einfach nur Deko. Ich werde mal speichern. Wer weiß, was noch passiert hier. Ich weiß es noch nicht so ganz. Wer weiß, was ich noch alles für schlimme Sachen hier erleben muss. Faker, kann ich das mit Shift, Steuerung oder Shift machen? Ah, mit Shift geht ein ganzer Haufen, okay. Mit Shift gehen, glaube ich, 5 Euro oder sowas. Sieht ein bisschen so aus. Okay, ich brauche nämlich Tiere. Ich brauche sehr viele Tiere. Upgrades. Sichtradius, klar. Geschwindigkeit mal erhöhen, die sind ziemlich lahm. Okay. Ich bin bereit. Was macht er noch für ein crazyes Zeug? Weiß es nicht. So schön den Whitey Terrors Tank. Ja, haben wir noch nicht. Stützpunkt auch kaputt machen. Vielfraß. Da. Ich vermute mal, der wird irgendwo hier oben sein. Einfach damit die nicht alle auf einem gleichen Haufen sind hier. Damit es interessanter wird. So, eine große Armee. Die gewünschte Entwicklung ist abgeschlossen. Ja, das geht hier. Das geht ziemlich gut hier. Mit dem ganzen Krams. Rein von der Herstellung, dass es hier 2 Stück sind. Geht entsprechend doppelt so schnell. Und aus jedem Gebäude kommt selbst was raus. Das ist gut. Fertig. Okay. Wäre lustig, wenn jetzt die Helden quasi, Rex und wie heißt sie, Lucy? Wie wenn kann die ich jetzt Ihnen noch helfen? eigene Kampffähigkeiten hätten in dem Sinne. Dass die irgendwie die Gruppe irgendwie befehlen können oder verstärken und solchen ganzen Quatsch. Dass die halt auch noch irgendwelche Boni bringen. Das wäre mal nicht uninteressant. Sag ich mal. Was habe ich hier? Nichts. Den Stacheln ist zwar ganz cool, aber ich schade damit auch mir selber. Von daher, ich müsste überlegen, wann genau ich das mache. Das wäre doch sehr. Sehr nicht uninteressant. Nennen wir es mal so. Wie ich das dann einsetzen würde. Aber ich kann mal mit Lucy und ich kann mit egal wem jetzt hier mal so ein paar Schalldinger bauen, glaube ich. Ja? Da. Schallturm, Schallwerferturm, Verteidigungsturm, der feindliche Kreaturen im fernen Angriff schießt. Entwickelte Türme können 2 feindliche Einheiten gleichzeitig angreifen. Schwach gehen Flugeinheiten. Das heißt, das mache ich mal hier hin. Heilige Wissenschaft. Dass wir da so ein bisschen uns Verteidigung aufbauen. Muss ich aber echt aufpassen, dass ich nicht versehentlich irgendwelche Gebäude kaputt mache, die vielleicht noch interessant sind. Wenn wir uns eh alles nur klauen. Oder sehr vieles hier wegklauen. Was? Auf diesem Kohlehaufen gibt es keine Kohle mehr. Da unten jetzt, oder was? Das von Ihnen gewünschte Gebäude ist fertig. Fertig, Boss. Hier gibt es keine Kohle. Fertig, Boss. Das heißt, hier könnte ich in hin. In Ordnung. Das sind noch 2000 pro Dingens wahrscheinlich. Was ist das hier? Terra Tank, genau. Hast du das bisschen Gefahr schon mal eingedämmt? Hier oben weiß ich noch nicht, was hier ist. Ob das der Stützpunkt ist. Die Kreaturen werden angegriffen. Muss ich mal gucken. Ja, so ein bisschen Schaden macht das. Ich muss ein paar Upgrades noch hier machen. Das ist noch nicht überzeugend. Flächenangriffsradius. Ich weiß nicht genau, wie das denn aussieht. Geschwindigkeit können wir auch erhöhen. Machen wir das. Ich glaube, Lucy ist alleine fast schneller als die ganzen Viecher gleichzeitig. Im Zerlegen von Gebäuden zumindest. Dafür kann sie halt nichts gegen Tiere machen. Gegen feindliche Armeechen. Fertig mit entwickeln. So, einen Teil haben wir gemacht. Der andere Terra-Tank zählt auch noch als die sind zusammengefasst. Als Dingens. So. Das heißt, die Aufgabe haben wir noch nicht abgeschlossen. Da sind ein bisschen sehr viele am Werken jetzt hier. Hier oben könnte ich dann entsprechend nochmal hin. Zwischenlager. Okay.
ich muss, glaube ich, die Landschaft erstmal sehen, bevor ich das machen kann. Ich bin bereit. Oder? Das wäre einfach, wenn sie dahin müsste. Das wäre ein bisschen uncool. Etwas. So. Hier haben sie auch nochmal irgendwie 3000 Rohstoffe. 5000, 6000, viele. Nennen wir es mal viele. 1, 2, 3, viele. Die Kreaturen werden angegriffen. Und Gebäude Schrott. Fantastisch. Ist abgeschlossen. Fantastik. Wunder, wunderschön. Wie sie sich kloppen hier. Die Kreaturen werden angegriffen. Ein Traum. Ja, ich hoffe, dass es mit den Kreaturen, dass es nur die hier oben sind, dass es nicht noch andere sind. Oder sagen wir mal so, ich habe sonst keine anderen. Die Kreaturen werden angegriffen. Weil das können keine anderen sein. Ich mach nochmal alles von jedem so ein bisschen. Nochmal Fernkampf, Nahkampf. Die Kreaturen werden angegriffen. Im Prinzip sind, je weiter man kommt, desto weniger interessant sind die frühen Sachen. Kann man das nicht upgraden? Die Kreaturen werden angegriffen. Was kann ich für sie tun? Hieß du doch. Ich kümmere mich sofort darum. Ja, machen wir es so. Bitte mal kaputt machen hier.